ganz seltsam. Ja, ich bin ganz unschuldig zu dem gekommen, was ich jetzt mache, also Satsang. Oder auch zur Freiheit. Mit 18 habe ich überredet von zwei Freunden das erste Mal in meinem Leben LSD genommen und auch das war dann das vorletzte Mal. Danach nie wieder. Eine halbe Dosis nur mit einem Freund zusammen. Und dabei ist das alles abgetaucht, was ich kannte von mir und neue Qualitäten aufgetaucht, die ich nicht kannte, die ich nicht angestrebt habe, die mir plötzlich zur Verfügung standen, nie wieder gegangen sind, also geblieben sind, obwohl ja normalerweise Drogen die Eröffnung präsentieren und danach ist vorbei, ist nichts Bleibendes. Bei mir war das bleibend. Von daher weiß ich auch, dass es nicht auf die Droge zurückzuführen ist alleine, sondern dass es anstand und die Droge dann der Auslöser dafür ist, dass das sichtbar wurde, was der nächste Ausdruck sein würde. Und ich habe damals, weil ich keine Ahnung hatte davon, dass es mit Erleuchtung zu tun hatte und immer dachte, das hat was mit Jesus zu tun und mit Buddha zu tun und Osho zu tun, aber mit mir sicher nicht, obwohl ich natürlich immer danach gestrebt habe, mich nicht anzupassen und in der Weise, wie es für mich ging, damals frei zu sein von den Zwängen. Aber ich habe dann, weil ich keine Ahnung hatte, das falsch interpretiert. Ich dachte, dieser Zustand, der ist eigentlich nur lebbar, wenn man ihn gar nicht lebt. Also so wie manche ja auch heute fragen, was ist denn, wenn dann Freiheit ist? Kann ich dann überhaupt in der Welt sein? Oder wenn ich jetzt meditiere, ist das ein Widerspruch? Das dachte ich damals. Ich dachte, wenn ich jetzt aufstehe, dann nach vielen, vielen, vielen Stunden, dann lasse ich das hinter mir und das ist dann nicht bleibend. Also ich müsste jetzt sitzen bleiben und müsste Nahrung verweigern, alles verweigern, nicht mehr trinken und so weiter und sterben. Das heißt also, wenn ich jetzt in dem Zustand bleibe, sterbe ich. So natürlich hat es dann nicht stattgefunden und dann ging es erstmal ins Leben. Und da war dann natürlich trotzdem der starke Wunsch in mir zu wissen, wer ich bin, ohne irgendwelche Geschichten, weil ich ja erfahren habe, wie es ist, ohne Geschichten zu sein. Und das natürlich als ein Dauerzustand. Aber ich habe niemals gedacht, dass das irgendwas mit Freiheit in dem Sinne, wie wir es heute wissen, was Freiheit ist, zu tun hat. Und dann hat es mich wieder erwischt und überrascht, als ich bei einem Lehrer war und da dann am zweiten Abend plötzlich sagte, ich weiß, ich werde eines Tages erleuchtet sein. Was für eine Anmaßung, oder? Und in dem Moment geschah das Aufwachen, als er dann sagte, kannst du es auch jetzt haben? Und bang. Das war die zweite Überraschung. Natürlich geschah dann Meditation als Folge davon, weil dann gesehen wurde, okay, das ist es, worum es geht. Und das ist auch zu leben, aber ich kann es noch nicht halten. Ich kann die Energie, die Qualität nicht halten. Ein paar Jahre später kam es wieder dazu, dass ich zu einem Lehrer ging, zu dem Ishtadeva gesagt hat, also da musst du unbedingt hin. Und ich habe gesagt, ich habe den gesehen irgendwo und ich fand den grauenhaft, da gehe ich überhaupt nicht hin. Aber als sie dann in Urlaub war und ich Zeit hatte und ein Festival war, ging ich dann dahin und dachte, naja, ich setze mich jetzt einfach mal dahin. Und dann geschah diese bleibende Öffnung. Worauf will ich hinaus? Ich will, natürlich sage ich jetzt, es braucht immer diesen Moment, dieses Besondere, was du dir nicht aussuchen kannst und dieses Bumm macht's und dann ist die Tür offen. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass das die Ursache dafür ist, dass das so passiert, sondern dass die vielen Momente davor die Vorbereitung sind für das, was dann
da kommt und das dann nur das Finale ist, sozusagen. Was ich noch damit sagen will, ist nicht, wie toll ich bin und so weiter, all das, das ist uninteressant. Dass es gut ist, diese Haltung zu haben, dieser Unschuld. Also nicht in jedem Moment in Satsang zu gehen oder zu meditieren oder morgens aufzuwachen und sagen, ich will frei sein, ich will frei sein, um dir damit zu demonstrieren, dass die Freiheit jetzt nicht ist. Und das dient dir nicht. Es ist gut, danach zu streben. Ganz klar, wenn ich sagen würde, das wäre falsch, wäre das, hätte ich einen falschen Job. Aber es ist gut, sich diese unschuldige Haltung zu bewahren, wissen zu wollen und auch nicht zu wissen, wie es geht, sondern sich einfach zu öffnen, da zu sein für dieses große Wunder, was wir ja sind. Und ist man in Resonanz dazu, in diese Öffnung da hinein, schafft man ja die Resonanz, dass das, was du bist, dich verfolgen wird. Du kannst dem dann auch nicht mehr entkommen. Denn in letzter Konsequenz geht es in unserem Leben immer um diese Resonanz, die Resonanz in uns, die im Außen dann, im scheinbaren Außen, genau das anzieht, was innen schon ist. Und das betrifft alle Faktoren, sowohl die einschränkenden als auch die der Freiheit. Und da, das für mich immer so war, dass ich, zumindest zweimal so war, dass ich vorne bei einem Lehrer saß, unschuldig, wollte ich euch diesen unschuldigen Stuhl hier präsentieren und euch dazu animieren, euch hier vorne hinzusetzen und einfach nur da zu sein. Einfach nur da zu sein. Und das Schlimme an diesem Spiel ist, wenn es keiner freiwillig tut, dann muss ich jemanden bestimmen. Und da wir ja sowieso alle bestimmt werden und nichts selber bestimmen, ist es auch nicht anders, als wenn du den Impuls hast, hier vorne zu sitzen. Denn wer kann schon bestimmen, was passiert? Und die Tür ist offen für alles. Wir können einfach in Stille sitzen. Oder du kannst fragen, oder wenn mir was in den Sinn kommt, dann werde ich das sicher mitteilen. Das wäre schön.
Okay, jetzt fühlt es sich gerade. Am Anfang war es ein bisschen wie ein Overload, so ziemlich viel los. Jetzt fühlt es sich so an, wie wenn es so, bis es so in Harmonie einschwingt. Also ich habe wahrgenommen, wie zumindest in mir Freude aufgetaucht ist. Wo ist dein Fokus gerade? Also wo ist deine Aufmerksamkeit gerade? Fühlt sich so an, wie wenn das hier gerade sich so bekannt macht. Du bist noch dabei, das einzuordnen, was gerade passiert. Genau. Ja. Wenn du das einfach mal gehen lässt. Dass es gar nicht darum geht, um das, was hier passiert. Dann ist Weite da. Also keine Fragen. Also werden Fragen gesucht oder so, aber da gibt es gar nicht. Und die Weite, wo fängt die an und wo hört sie auf? Fängt sie irgendwo an? Ja, irgendwo hier. Irgendwo hier, okay. Schau, wo sie endet. Weite ist ja jenseits von diesem Raum, gehe ich mal davon aus. Und jenseits von diesem Universum. Schau einfach nach. Oder schau, wo sie begrenzt ist. Schau nach den Grenzen, die du findest. Ja, nee. Es fliegt so davon. Du würdest sagen, sie hört nirgendwo auf? Also ich habe jetzt keine spürbaren Grenzen. Und dann gehen wir zurück zu dem Anfang, von wo aus sie scheinbar ausgeht. Ist das der Anfang von der Weite? Ist das das Zentrum der Weite? Gibt es für die Weite ein Zentrum? Ja, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass hier das Zentrum sich anfühlt.
Aber ist es wirklich das Zentrum? Einfach nachschauen, so wie du nachgeschaut hast, wo die Weite enden könnte. Sie endet nirgendwo. Nein, eigentlich fängt es ja nirgends an. Und diese Weite, ist sie von dir verschieden? Also bist du da und da ist die Weite? Nicht, wenn ich sehr auf sie konzentriert bin oder sie erforsche. Also wenn du sie erforschst, bist du dann die Weite? Und wenn du die Form erforschst, bist du dann die Form? Und wer erforscht die Weite und die Form? Oder was erforscht die Weite und die Form? Einfach auch da nur hinschauen. Schön, ja, beides erscheint irgendwie. Körper oder Form oder Weite. Was würdest du sagen? Bist du jetzt eher der Körper als das, was erscheint, oder die Weite? Beides kann man vorstellen. Aber was bist du eher? Oder bist du eher irgendwas von beiden oder beliebig? Das, was forscht. Okay. Wie sieht das aus, das, was forscht? Hat es eine Form? Und was tut es, was erforscht, um zu erforschen? Aufmerksamkeit. Es richtet die Aufmerksamkeit auf was. Und es ist was? Kann ich nicht benennen. Und schau mal dahin, ohne das benennen zu müssen, auf dieses Es. Könnten wir sagen, es sieht? Wenn es erforschen will, muss es ja irgendwas sehen können. Es sieht. Ja. Ist es von dir verschieden? Wer ist dir? Finden wir kein Dir mehr?
Was ist mit dem dir passiert in der Zwischenzeit? Wir müssen es ja nicht wieder herbeiholen. Vielleicht genügt uns ja es. Dir taucht auch, wenn gedacht wird. Es taucht auf, wenn gedacht dir. Wird. Dir. Ja. Es muss gedacht werden. Und wenn nicht gedacht wird, ist dann. Wir schauen, muss nicht gedacht werden. Wo bist du gerade? Das Schauen und das Dir vorher verbunden waren oder für mich eins waren. So. Okay. Und jetzt? Passiert Schauen so. Das Dir hängt sich eher dran. Erlaubst du es? Hängt sich's dran? Hängst du an dem Es? Kann das Ich sich nicht an das Es dranhängen? Ja. Tolle Erkenntnis. Du darfst jemanden bestimmen, der als nächstes gerne hier vorne sein will. Ganz hat gebetet, oh, um mich als nächstes vorne sitzen. Nein, es war sehr schön, euch zuzuspüren. Hm.
Ja. Ja, ist schön. Gerade muss ich noch so ein bisschen so, jetzt fällt mir gerade ein, dass eine Kamera läuft und dann wird man so irgendwie so, boah, fängt man an zu denken. Ich glaube, es ist überhaupt gar keine SD-Karte drin in der Kamera. Nimmt gerade gar nichts auf. Schön. Die Kamera ist symbolisch dafür, wie du dich siehst. Es kam gerade nur so mir. Oh, okay, jetzt sitze ich hier. Ja. Das ist, fühlt sich gut an, schön. Ja. Mir fällt keine Frage ein. Suchst du da? Nein, ich suche nicht. Es ist einfach schön und warm und fühlt sich gut an. Das ist, ja. Ja, es muss keine Frage sein. Aber trotzdem sind wir doch unter eine Frage. Oder? In allem, was wir tun, erforschen wir eigentlich uns, ohne dass wir es merken. Ja. Ja, ja, weil du musst in jedem Moment schauen, was macht das, was gerade passiert mit mir. Also, dein Partner hat dich jetzt hier nach vorne geschickt. So, und jetzt schaust du so, was macht das mit mir? Das ist eigentlich das, was die ganze Zeit mit uns passiert. Ja. Wir schauen, was macht das, was gerade ist, mit mir, in Anführungsstrichen. Mhm. Mir, was ist das? Keine Ahnung. Ja, aber es ist schön, es einfach mal geschehen zu lassen und so hinzunehmen. Ja. Ja.
sich einfach eine Pause von sich selbst zu nehmen. Ja. Endet meistens in Glückseligkeit. Ja. Pause klingt gut, ja. Nicht den Reset-Knopf. Dankeschön. Lass die freie Wahl, aha, wer möchte. Sind wir uns einig, wenn die freie Wahl dazu führt, dass niemand hier vorne sitzt, dass du einen bestimmst? Okay. Okay. Jetzt hast du mich
oder ich dich erreicht. Was auch immer. Mhm. Darf ich dich fragen, was du spürst? Wenn wir hier so sitzen, das, was in dir passiert. Und ja, die Unterschiede sind keine Unterschiede. Und du? Ah.
Anspannung ist dort, ist da. Für mich ist dein Körper nicht anwesend. Ich sehe ihn zwar, aber... Bei mir kommt ein Gefühl von Trauer. Ja, ist noch viel schwerer. Gut, dass es auftaucht. Auf dem Bildschirm des Gewahrseins taucht Trauer auf. Bist du die Trauer oder das Gewahrsein? Bitte? Bist du die Trauer oder das Gewahrsein? Beides. Kann ich beides? Ich habe das beides, Gefühl, ich bin... Beides kann man nicht sein. Nein. Man kann nur das eine sein und das andere dann nicht. Such dir das Bessere aus. Okay. Es ist Sonntag. Ich nehme es Gewahrsein. Morgen, dann Montag mit Trauer. Das ist, würde ich mir überlegen. Wenn du jetzt so dich entschieden hast, die Wahl getroffen hast, dann doch zu deinen Gunsten, nicht zu deinen Ungunsten. Okay, dann bleibe ich dabei. Nach dem, morgen, nach dem Motto, ich nehme jetzt Auszeit vor mir und morgen geht es wieder ins Drama. Das sind keine guten Wochen. Stimmt, hast du recht. Und je größer die Schönheit ist, die dann auftaucht, desto größer anschließend das Dilemma, dass sie nicht mehr präsent ist und sie sich dann auch wegzuwünschen, ist heftig. Weil du setzt ja dann praktisch schon voraus, dass es nie bleibend sein kann, was als Schönheit in dir auftaucht. Wenn du sagst, morgen kommt wieder das andere. Es sei denn, du hast ein Interesse daran, dass das andere auftaucht. Also, dass es dir viel gibt. Nicht wirklich. Oder dir die Bedeutung gibt von Menschsein. Dann wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von der Trauer und im Gewahrsein zu ruhen und zu sehen, darin taucht möglicherweise Trauer auf, aber du bist das Gewahrsein. Und das ist der wesentliche Switch. Ich bin das Gewahrsein, in dem das auftaucht. Ich kann nicht das sein, was darin auftaucht. Ich kann nur das sein, in dem das auftaucht. Und da ist schon mal ganz viel Energie raus aus dem alten Spiel. Aber schau auch wirklich nach, ob du das Gewahrsein bist, denn wenn du es dir nur sagst und glaubst nicht dran, dann hat es keine Kraft. Schau dir, ob du das bist, in dem das auftaucht, was sich dir präsentiert. Inklusive deiner Form, inklusive dem Ausdruck in deiner Form.
Deine in Anführungsstrichen. Ist nur geliehen. Geliehen für eine kurze Zeit und wird dann wieder zurückgegeben. Als Reklamation. Ich bin das nicht, ich war das nicht, werde das niemals sein. Ich bin immer das, was ich nicht irgendwann mal sein werde, sondern was ich nie nicht war. In dem Moment ist die Trauer schon über alle Berge. Also ich würde an deiner Stelle schauen, inwieweit du verliebt bist in Trauer. Schauen, was dir das gibt. Dass es so dominant in dir ist. Ich kann das spüren, diese Trauer kann ich spüren, wahrnehmen, aber da ist so viel mehr als andere Qualität, als das. Und das ist schon so viel mehr, als du es wahrscheinlich für dich wahrnimmst. Weißt du, so dass die Gewohnheit an dem Alten noch festhängt und daran glaubt, aber es eigentlich energetisch schon gar nicht mehr so ist. Und häng dich an das Gewahrsein oder an das, was du wirklich bist, das präsentiert sich dir dann auch als Gewahrsein. Und damit hast du immer einen Abstand zu dem, was im Gewahrsein auftaucht, also in dir. Häng dich da dran, an das, was du bist. Und das Resultat davon ist immer Freude. Freude, Bewusstheit, Klarheit. Hast du öfter Kopfschmerzen? Gott sei Dank nicht. Gut. Okay. Eigentlich habe ich schon seit Jahren keine körperlichen, wirklichen Schmerzen, die ich aber Jahrzehnte wirklich intensiv hatte. Okay. Außer der Tinnitus, der mich sehr irritiert. Mit dem kann ich noch nicht so umgehen, dass ich nicht beachte, der sitzt nur noch sehr zu. Das habe ich erst seit 2-3 Jahren und muss das, ja, versucht das zu integrieren, sodass das nicht störend ist, sondern okay ist und sich vielleicht auflöst oder auch nicht. Das ist wirklich im Moment vorherrschend rundherum. Ja, du bist da auch sehr beschäftigt, also da ist unglaublich viel Aktivität. Ja. Und da fühlt die Getrenntheit von hier zu hier. Mhm. Und das macht auch die Spannungen in mir. Und das nicht zur Ruhe kommen, Herzklopfen. Und kurz gelingt es schon, das alles wegzulassen. Aber das sind wirklich ganz kurze Momente. Mhm. Ja, du musst zu dir kommen, zu dir im wahrsten Sinne des Wortes und bei dir bleiben. Mhm. Das ist die Lösung dafür. Und dann wirst du auch zu deiner Wahrheit stehen. Weil Tinnitus drückt einfach aus, dass du nicht wirklich auf dich hörst. Mhm. Also auf die Signale oder auf die Qualität in dir, die weiß, was zu tun und was zu lassen ist. Und wenn man das nicht macht, hat man irgendwann unter anderem oder als Möglichkeit Tinnitus als Hinweis dafür, dass es so läuft. Im Hinterkopf schon, nein, nicht im Hinterkopf, sondern eigentlich mehr da, schon das vertrauensvolle Gefühl, dass das vorübergehend sein kann. Mhm. Dass man das nicht, dass es nicht bleiben muss. Mhm. Steh zu dir und alles andere ist sekundär. Ich danke dir. Danke. Mhm.
wenn du noch jemanden finden und bestimmen könntest. Falls wir jemanden hätten, der hier ist überhaupt. Aber. Oder möchte wer freiwillig? Ich. Okay. Ich wollte ganz parallel. Das Nervensystem ist gerade in Aufruhr. Es mag das nicht, so gesehen zu werden und vorne zu sein. Bist du sicher? Vielleicht ist es in Aufruhr, weil es endlich mal gesehen wird. Freudige Erwartung. Boah, endlich. Na, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber das ist doch hinter jeder Verletzung. Dass da eigentlich der Wunsch ist, dass sie nicht da sein kann. Ja. Und das zentrale Thema von Menschsein ist, ich muss gesehen werden. Ich muss gesehen werden. Dass endlich mal jemand sieht, wie ich bin und dass es okay ist, wie ich bin. Mhm. Also kein Rumbasteln. Aber Freude hat auch was mit Erregung zu tun und das Nervensystem kommt da in Wallung. Also war es eine Vorfreude. Vielleicht. Wirklich. Oder ich meine, wenn es schon als Freude auftaucht, ist es vielleicht sogar Freude und keine Vorfreude. Bevor. Es ist viel Freude jetzt. Okay. Ja. Schön. Kein Gefühl, getrennt zu sein. Es kommt dann automatisch, wenn man nicht getrennt ist, ist Freude. An sich. Da ist jetzt gar nichts. Das ist schön. Und es ist leicht, mit dem zu sein, dass da gar nichts ist. Ja. Wunderbar. Super. Fehlt nicht.
Und in diesem Nichts ist da jemand. In dem, was du als Nichts bezeichnest. Ja. Okay. Was bist dann du? Nichts. Da gibt es nicht wirklich ein Wissen und keine, auch kein Wissen wollen, aber es ist klar. Also wenn alles klar ist, geht deine Aufmerksamkeit nirgendwo hin. Ist hier total präsent. Okay. Weitgehend kommen so kurze Impulse oder so. Okay. Das ist so groß und ich merke das so ein Zögern. Hast du Angst, dass du da nicht reinpasst, weil du noch größer bist als das, was so groß ist? Vielleicht musst du dich nur an deine Größe gewöhnen. Und schauen, wie es ist. Einfach zu erforschen, wie es ist, so groß zu sein.
Aber kümmere dich einfach nicht drum, weil die Größe sorgt schon für sich selbst. Danke dir. Danke. Darf ich noch jemanden aussuchen? Ist noch Zeit? Ja. Klar. Du wolltest. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, sonst wärst du auch als Erste hier vorne gesessen. Wahrscheinlich, ja. Ich schau mir mal nach dem Ich will. Was will? Was willst du? Keine Spielchen. So sei es. So sei es. Okay. Danke. Ich nehm's. Ah, ich nehm's ganz. Ich nehm's ganz. Absolut. Ja, nimm dich ganz. Nimm dich für voll. Und dann ist vorbei mit den Spielchen. Wertschätzung. Schätzt du dich wert, wirst du für diesen Wert gehen. Und es gibt Menschen, die sind für diesen Wert gestorben. Es zeigt, wie wertvoll, wie wichtig das ist. Dass man sich eigentlich nicht selbst verraten kann und auch nicht darf. Aber weiß man nicht, was man nicht verraten kann, wird man es die ganze Zeit verraten. Ja. Geht nicht anders. Das haben alle in der ganzen Familie alle getan. Ich habe keine. Also. Nichts, wo ich mich anlehnen kann. Ein Glück. Ein Glück. Ein Glück. Und Verrat passiert und niemand macht das freiwillig. Es ist immer so, wie es ist und niemand kann anders. Niemand kann anders, bis er anders kann. Bitte? Bis er anders kann. Ich möchte so sehr anders können. Ja, das ist möglicherweise in dieser Intensität dann diese Umkehrung, weißt du, dass wenn dann die Energie da ist, die dann sagt, so, ich will es anders haben, und dann geht es auch anders. Ja? Also wenn es nicht halbherzig kommt. Nur so gesagt ist, man aber nicht weiß wie und auch nicht eigentlich will, dann ist es halbherzig. Aber was aus ganzem Herzen kommt, ist das, was das Universum sozusagen als nächstes ausdrücken muss, durch dich. Das ist symbolisch dafür. Es ist der Wunsch total erfüllt er sich, nicht weil dein Wunsch es ist, sondern weil das Universum dir den ans Herz legt. Und dann ist praktisch schon beschlossen. Von niemandem beschlossen, aber muss es passieren. Dann fange ich zum Tanzen an.
Man kann das ganze Leid hinter sich lassen, komplett alles. Alles davon, sodass du irgendwann gar keine Erinnerung mehr daran hast, was mal war. Und sag doch, dein Wille geschehe, du bist das Göttliche, also ist dein Wille da, der dann geschieht. Noch einmal, dein Wille geschehe und das ist das Göttliche. Das ist ja ein Ausspruch, der von dem Göttlichen kommt. Nein, nein, man sagt, man legt dem Göttlichen das sozusagen in den Mund, dass dessen Wille geschieht. Und da du das Göttliche bist, kann dir niemand diesen Wunsch verweigern oder diesen Willen verweigern. Also welches Hindernis gibt es da noch, das Leiden hinter sich zu lassen? Danke. Wenn du das bist, was frei vom Leiden ist und sich keines aneignen kann. Dieses sogenannte Leiden hat dich nie erreicht. Das ist immer schon an dir abgeglitten. Weißt du? Aber die Idee ist da, dass es das kann. Es kann dich eigentlich gar nicht erreichen auf der Ebene, wo diese Wahrheit ist. Unmöglich. Daher kann man es einfach abwaschen. Geh schwimmen und dann ist das Leid vorbei. Wasch es einfach ab. Danke fürs Erzählen.